Hallo zusammen, heute zu einem Special aus gegebenem Anlass. Leider schon etwas spät, aber ich musste selbst eben feststellen, dass dieses Special vielleicht mal nötig ist. Und da ich auch einige Zuschauer, glaube ich, habe, auf die diese Thematik zutrifft, könnte es ganz interessant sein. Heute geht es, wie der Titel schon verraten hat, um die Fastenzeit, die Ramadanzeit. Für viele von euch eine Zeit der Besinnlichkeit und eine Zeit eben der Religiosität, in der man vor allem auf einiges verzichten muss. Für manche ist das schwerer, manche tun es gerne, manche machen es einfach aus Pflicht. Welche Gründe ihr auch immer habt, hier beleuchten wir letzten Endes nur, was bedeutet das für euer Training? Wie trainiere ich in der Zeit des Ramadan? Wie trainiere ich unter den Umständen, dass ich eben viel weniger essen kann und dass ich ein großes Essens- und auch Trinkensdefizit den ganzen Tag über habe? Und macht es überhaupt Sinn zu trainieren? Letzten Endes möchte ich diese Fragen umkehren, denn genau dahin geht mein Tipp. Egal, ob ihr Anfänger seid, schon länger dabei oder sogar richtig Fortgeschrittene oder gar Profis. Letzten Endes ist es wichtig zu begreifen, dass euer Körper in dieser Zeit das Training nicht so verwerten kann, wie er es sollte. Egal, ob ihr auch vom Kampfsport kommt, von irgendwelchen anderen Sportarten, Fußballer seid, Basketballer seid oder ob ihr reine Bodybuilder seid, letzten Endes werdet ihr in dieser Zeit, wenn ihr das wirklich richtig macht, wenn ihr richtig fastet, werdet ihr keine Fortschritte erzielen oder sogar nur destruktiv auf euren Körper einwirken. Ihr kennt das selbst, dass ihr wahrscheinlich schon etwas schwächer zum Training hinkommt. Die meisten trainieren jetzt gerade nachts und da begegne ich eben sehr vielen Leuten, die mir auch diese Frage stellen und denen ich etwas dazu sagen kann. Einige meiner Klienten betreue ich sogar während der Zeit, um denen einen genauen Ernährungsplan zu machen, wie sie in der kurzen Zeitspanne, in der sie sich jetzt eben ernähren dürfen, erst recht jetzt zu dieser Jahreszeit, da ist es ja umso kürzer, bis die Sonne wieder aufgeht, was sie in der Zeit essen sollen und wie. Manche nehmen der Fastenzeit zu und manche nehmen der Fastenzeit ab. Auch das mag noch ein großer Unterschied sein. Aber eines ist bei allen gleich. Wenn euer Körper über einen Zeitraum von mehr als 12 Stunden tagsüber weder trinken noch essen kann, dann wird das anschließende Training, auch wenn es erst 8 Stunden später erfolgt und mitten in der Nacht ist, nichts mehr bringen. Höchstens etwas Negatives. Ich lasse schon ein Training aus, wenn ich mehr als 6 Stunden am Tag nichts gegessen habe. Wenn ich einmal eine Hungerphase hatte, in der mein Magen sogar knurrt, dann weiß ich, dass mein Training abends nicht das gleiche sein wird. Dann warte ich lieber 24 Stunden, esse in der Zeit regelmäßig, trinke regelmäßig und habe dann ein super Training. Viele werden jetzt vielleicht denken, ach du Schande, was heißt das denn jetzt für meinen Körper und für mein Training? Ich kann doch nicht mittendrin einen ganzen Monat lang aufhören. Aber keine Sorge, keine Angst, das könnt ihr. Ihr wisst in jedem Jahr, wann der Ramadan stattfindet. Das heißt, ihr könnt euch auch darauf vorbereiten. Wenn ihr vorher also kontinuierlich 2 bis 3 Monate trainiert, dann ist das durchaus konform mit einer Trainingspause, die ihr ohnehin machen solltet. Kleines Nebengleis. Ich mache das so, dass ich 2 Monate durchtrainiere und dann mache ich immer 2 bis 3 Wochen Pause. 2 bis 3 Wochen. Wenn ich 3 Wochen Pause mache, dann sind es nur noch 7 Tage und ihr hättet die ganze Ramadan-Zeit damit um. Und das ist auch das, was man jedem Menschen empfiehlt. Eure Sehnen und Gelenke erholen sich viel weniger noch als die Muskulatur. Aber selbst die Muskulatur, wenn ihr richtig trainiert, ist meistens nach 2 Monaten so geschockt, so kaputt, auch euer zentrales Nervensystem, das dauernd reparieren musste, dass ihr meistens stagniert. Wer hat das nicht von euch, dass er nach 2, 3 Monaten auf einmal weniger Fortschritte macht an den Gewichten, weniger Fortschritte am Körper? Macht dann mal 2 bis 3 Wochen Pause und das werden konstruktive Pausen sein. Ihr werdet nach diesen 2 bis 3 Wochen Pause, beziehungsweise auch nach der Pause des Ramadan, nach den 3, 4 Wochen Pause, definitiv stärker wieder starten oder zumindest genauso stark, wie ihr vorher aufgehört habt. Das passiert jedes Mal bei der Pause. Wenn ich die Pausen mache, starte ich auch meistens in den Grundübungen direkt wieder stärker. Und auch alle Klienten, die ich habe, die überzeuge ich davon, dass 2, 3 Wochen Pause nach 2 bis 3 Monaten harten Trainings gut tun. Die haben am Anfang meistens ein schlechtes Gewissen und dann starten sie doch stärker. Probiert es einfach mal selbst aus. Lasst mal gesamte Training für eine Muskulatur oder für alle Muskulaturen weg und macht nur eine Übung. Zum Beispiel nur das Brusttraining. Wenn ihr das Brusttraining macht an einem Montag, dann lasst mal von Dienstag bis Sonntag alles weg und trainiert danach wieder die Brust. Und ihr werdet sehen, dass ihr euch dort mehr steigert, als ihr es in den letzten Wochen und Monaten getan habt. Daran erkennt ihr, selbst wenn ihr von gegenteiliger Überzeugung gewesen seid, dass ihr
Regenerationsprobleme hattet. Plötzlich nehmt ihr in dieser Muskulatur viel stärker zu, nur weil ihr die anderen ausgelassen habt. Das heißt, Rückenmuskulatur, Beinmuskulatur, Armmuskulatur und Schultermuskulatur haben das Wachstum der Brust gehemmt. Und das kann nur bedeuten, dass ihr einfach viel zu wenig Regenerationszeit hattet. Genau das passiert jetzt, wenn ihr eben alle 2 bis 3 Monate eine Pause lasst. Ihr werdet euch komplett erholen und ihr werdet in der Zeit nicht großartig an Muskulatur verlieren. Erst recht nicht, wenn ihr euch gut ernährt. Und in der Zeit, in der Fastenzeit bedeutet das, dass ihr nachts genug Protein zu euch nehmt und tagsüber einfach hoffentlich nicht zu viel Verlust habt durch einen Energiemangel. Einer der größten Defizite ist in der Zeit vor allem das große Wasserdefizit, das ihr haben werdet. Ihr trinkt einfach nicht so viel und es bringt leider auch nichts oder es ist sogar kontraproduktiv, wenn ihr jetzt ganz viel trinkt nach Sonnenuntergang und dann zum Training geht. Auch wenn ihr davor noch mal ganz viel esst, ihr könnt damit nichts kompensieren, was ihr den ganzen Tag nicht gemacht habt. Das heißt, wenn ihr unter Umständen euren Magen vollhaut mit Essen und auch noch viel trinkt und dann 2-3 Stunden später zum Training geht, dann ist euer Körper so sehr damit beschäftigt, das alles zu verarbeiten, dass ihr einfach nicht genug Energie und Kraftleistung im Training haben könnt. Und jetzt kommt nämlich das wahrhaft Schlimme. Ihr kommt von dem Training zurück, esst vielleicht noch mal kurz, bevor die Sonne aufgeht, etwas und dann sind 12 bis 14, 15 Stunden keine Baustoffe mehr im Körper. Wachsen tut euer Muskel nur in der Zeit der Ruhe, das heißt nach dem Training und nicht im Studio. Und genau dann werden ihm keine Baustoffe geliefert. In den wichtigsten Stunden danach, das sind die ersten 2 bis 12 Stunden. Und wenn genau da nichts nachkommt, habt ihr nichts davon oder ist es sogar kontraproduktiv. Das Beste ist also, wenn ihr euch vorbereitet. Trainiert davor 2-3 Monate wirklich hart durch und dann macht ihr während der Ramadanzeit eine Pause. Ich persönlich halte es auch sowieso für eine ganz gute und sinnvolle Sache, denn gerade jetzt in dieser Zeit, die eine schöne Zeit für euch sein sollte, solltet ihr vielleicht mehr Zeit für die Familie haben, mehr Zeit für die Besinnlichkeit dahinter, mehr Zeit, um andere Dinge zu tun. Und da es ja sowieso eine Zeit des Verzichts ist, ist es vielleicht auch ganz gut, das Training damit einzubinden. Macht euch von diesen Sorgen frei, kümmert euch um andere Sachen in diesen Festtagen und dann, wenn das Ganze vorbei ist, würde ich sogar noch mal 3 Tage warten, kommt wieder in den Essens- und Trinkensrhythmus rein und trainiert dann wieder. Und ich verspreche euch, ihr werdet keinen großen Verlust haben, den ihr nicht mindestens in den ersten Tagen ausgeglichen habt oder sogar stärker starten. So, und jetzt hätte ich noch beinahe vergessen, euch noch ein paar andere Tipps, nämlich Ernährungstipps mit auf den Wege zu geben und die kommen jetzt. Wenn es dann endlich soweit ist und ihr abends essen könnt, nachts essen könnt, das wird ja meistens so um 22, 22:30 sein. Was sagt mein Korrespondent da hinten? Wann geht die Sonne unter? 22:25 ungefähr, dann fangt erst einmal ganz bewusst mit der Ernährung an. Wenn ihr also eure vorhandene Muskulatur schützen wollt und wenn ihr es richtig machen wollt, dann müssen jetzt die Nährstoffe möglichst schnell in den Körper kommen. Wenn ihr jetzt also fettreiche Mahlzeiten zu euch nehmt, direkt quasi, was weiß ich, ein Steak mit Reis und sonst was esst, dann werdet ihr erst 1 bis 2 Stunden später etwas davon haben, bis euer Magen das zersetzt hat. Fangt genauso an wie ein Trainierender, wie ein Sportler, wie ein Bodybuilder, das Ganze morgens nach dem Nachtschlaf macht, nämlich mit Nährstoffen, die möglichst schnell drin sind. Das ist am besten mit Supplements zu erreichen. Macht euch also einen Shake fertig aus Wasser, kein Milch, kein Proteinshake, Wasser, ein paar Aminosäuren drin, wirklich Aminosäuren, keine Proteine, sowas wie BCAAs oder dergleichen, vielleicht ein bisschen Kreatin drin, was die Aufnahme auch noch verbessert und Arginin und dergleichen. Und das erstmal runterkippen. Das reicht dann. Dann braucht ihr 1/4 Stunde, 20 Minuten später erst wieder ansetzen und dann könnt ihr zum Beispiel ein Whey-Protein zu euch nehmen, 20 Gramm, das reicht schon, und noch einmal 1/4 Stunde versetzt dann eine komplette Mahlzeit. Was auch immer das bedeutet. Diesen Rhythmus solltet ihr einhalten. Dann habt ihr nämlich ganz schnell dem Körper Nährstoffe zugeführt, die nach 10 Minuten bereits drin sind und dann könnt ihr bis zu 45 Minuten später eben die volle Mahlzeit essen. Umgekehrt gilt das Gleiche dann für den Schluss. Das heißt, wenn ihr die letzte Mahlzeit dann um 4 Uhr esst, was sagt mein Korrespondent, wann geht die Sonne auf? 5:23 Uhr.
5.23 Uhr, gut. Wenn ihr dann um 4.30 Uhr zum Beispiel die letzte Mahlzeit zu euch nehmt, was auch ganz wichtig ist, nicht auslassen, dann sollte die besonders fettreich sein. Da könnt ihr dann also noch einmal, am besten auch mit Supplements aufstecken, das Ganze, ein Proteinshake zu euch nehmen. Und da ist das beste Protein eines, das sich ganz langsam erst vom Körper zersetzt. Das heißt, Caseinproteine wären unheimlich gut. Die mit ein paar Fettsäuren, vielleicht Omega-3-Fettsäuren oder auch nochmal eine richtige Mahlzeit. Irgendwas wirklich Deftiges. Und dann hält das Protein auch lange bis in den Tag hinein an. Da also nichts Kurzlebiges mehr. Fettreich, letzte Mahlzeit, bevor die Sonne aufgeht, und wenig Fett direkt am Anfang. Außerdem solltet ihr auch, das ist der nächste Tipp, möglichst den ganzen Radius ausnutzen, für die, die sich's erlauben können. Natürlich ist das schwer, weil immer noch müsst ihr wahrscheinlich auch in der Zeit schlafen, aber esst am Anfang, so wie ich es euch gerade gesagt habe, versucht vielleicht nochmal um 1 Uhr etwas zu essen, und wenn das nicht klappt und ihr mitten im Schlaf seid, versucht vielleicht euch nur einen Shake neben dem Bett zu legen, vielleicht wacht ihr da kurz auf, vielleicht müsst ihr sowieso auf Toilette in der Zeit, Shake runter und weiter schlafen. Und ganz wichtig, nochmal die letzte Mahlzeit wahrnehmen, bevor die Sonne wieder aufgeht, also auch nochmal zwischen 4 und 5 Uhr essen. Wenn ihr diese drei Mahlzeiten ausnutzt, dann habt ihr eigentlich eine optimale Versorgung in der Zeit. Nächster Tipp wäre trinken. Trinkt in der Zeit ungefähr 2 Liter. Hier heißt es nicht viel weniger, ihr solltet jetzt nicht wirklich nur 500 Milliliter dabei getrunken haben, aber auch nicht viel mehr. Trinkt nicht 3, 4, 5 Liter oder so etwas in der Zeit. 2 Liter sollten reichen, die in diesen 4, 5 Stunden verteilt, und das ist dann eine ganz gute Sache und ihr solltet auch gut über den Tag hinwegkommen. Nächster Tipp. Fangt an zu trinken, bevor ihr esst. Also wenn die Sonne dann wirklich untergeht, dann trinkt erstmal ein bisschen. Das ist das erste Defizit, das euer Körper ausgleichen muss. Und mit dem Trinken, wie gerade schon gesagt, wäre es optimal, das Trinken so ein bisschen zu ergänzen. Also mit ein paar Aminosäuren drin, was ihr auch immer da habt, Glutamin, Kreatin und dergleichen. Aber ansonsten trinken oder auch, ganz wichtig, einen Fruchtsaft trinken. Denn da sind schnelle Kohlenhydrate drin. Euer Körper bekommt ganz schnell Energie, die er braucht, weil er da vor 12 bis 14 Stunden nichts bekommen hat. Also dann einen Apfelsaft zum Beispiel trinken, noch ein bisschen Wasser trinken und ihr könnt langsam in den Ernährungsrhythmus reinkommen. Das sind konkrete Tipps, die ich euch noch mitgeben kann. Wie gesagt, die wichtigsten Dinge, die wir daraus ziehen, in der Zeit nicht trainieren. Pause, und zwar eine konstruktive Pause. Außerdem, wenn es um die Ernährung geht, dann beachtet die 4, 5 Sachen, die ich euch zum Schluss gesagt habe. Mit der Ernährung so anfangen, dass euer Körper schnell was am Anfang bekommt und dass er nachhaltig lange etwas habt. Und dann kommt ihr auch sehr gut als Sportler und auch als leistungsorientierte Sportler über die Ramadan-Zeit. Trainiert also mit Köpfchen, denkt darüber nach, trainiert nicht aus Prinzip, denn darum geht es nicht. Wenn ihr Erfolge haben wollt und wenn ihr leistungsorientiert seid, dann macht man das vor allem mit Köpfchen. So viel dazu, viel Spaß mit dem Tipp und dann viel Spaß in den restlichen 1,5 Wochen.